Gestern, am 19. Mai, war der schönste Tag meines ganzen Lebens. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, aber die Lehrer haben uns halt gesagt, dass wir montags zu da werden. Ich bin so happy darüber, dass endlich zumindest für einmal in der Woche halt die Schule wieder beginnt. Unsere Eltern müssen ein Einverständnis unterschreiben. Das heißt, dass wir trotz der ausgesetzten Gefahr in die Schule gehen. Natürlich dürfen wir auch nur mit Schulbussen abgeholt werden. Ja, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang und ich habe da jetzt schon echt mega Bock drauf. Das war echt nervenaufreibend heute. Wir haben Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers. Ich bin gerade auf der Toilette. Weil da der einzige Raum ist, wo ich jetzt mal kurz so ein kleines Interview drehen kann, weil ich das während der Unterrichtszeit halt nicht machen kann. Ja, gefühlsmäßig geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass das alles heute so gut geklappt hat. Und ja, die Lehrer auch alle wirklich Verständnis dafür haben, dass das gerade so ein bisschen chaotisch ist. Und mit den Hausaufgaben ist auch alles gut. Ich fühle mich besser als früher, weil jetzt die Situation in Dortmund besser geworden ist. Am mindestens, wenn ich langweilig fühle, dann gehe ich in die Stadt und in einem Café sitzen, Kaffee trinken, mit einem Freund quatschen und reden. Es haben sich jetzt irgendwie alle immer so gefragt, ja, wofür war das Ganze jetzt gut und was hat es überhaupt gebracht, dass wir zu lange zu Hause waren? Und ich glaube aber, dass das uns irgendwie auch mal wieder den Wert in der Gemeinschaft und ja im Miteinander und in den anderen Menschen gezeigt hat, weil sonst war das halt so eine Normalität und jetzt war das halt so übelst besonders, wenn man mal jemand anderen gesehen hatte oder so. Und das finde ich ist eigentlich auch echt total schön, dass man genau diese Werte zu schätzen weiß und dass man das lernt. Und ich glaube, für uns Schüler war das halt auch irgendwie gut, dass wir mal lernen, wie wir uns gut selber strukturieren können, ohne einen Lehrer und wann und wie wir am besten arbeiten können. Denn ich glaube, irgendwann im Leben brauchen wir das halt auch.